Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen IDW-Podcast. Dieses Mal sprechen wir über das Thema Sustainable Finance und insbesondere über die Auswirkungen der ESG-Maßnahmen auf Kreditinstitute. Hierzu hat das IDW im Oktober 2020 ein neues Positionspapier veröffentlicht, welches der Bankenfachausschuss des IDWs entwickelt hat. Ich freue mich wirklich sehr, als Gesprächspartner Markus Winner begrüßen zu dürfen. Herr Winner ist Partner im Bereich Financial Services der KPMG und Mitglied des IDW-Bankenfachausschusses. Hallo Herr Winner, schön, dass Sie aus Frankfurt ins Studio zugeschaltet sind. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Dr. Siegel, schöne Grüße hier aus dem KPMG-Studio aus Frankfurt nach Düsseldorf. Ja Herr Winner, direkt zum Thema, direkt zum Papier, welches ich hier auch in den Händen halte. Was war denn der Grund, weshalb sich der BFA mit den Auswirkungen der Sustainable Finance Maßnahmen auf Kreditinstitute auseinandergesetzt hat? Klimawandel, soziale Aspekte, aber auch verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das sind alles Attribute, die aktuell die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion prägen. Auch hier ausgehend von dem Pariser Klimaabkommen, beispielsweise den 17 Zielen auch für eine nachhaltige Entwicklung der UN, aber auch dem EU-Maßnahmenplan, ist es uns sehr, sehr wichtig gewesen, hier frühzeitig Position zu beziehen. Und insbesondere, da der Finanzsektor hier eine wesentliche Rolle spielt. Sie haben bereits angedeutet, dass der EU-Gesetzgeber sehr aktiv war, einige Maßnahmen auf den Weg gebracht hat. Vielleicht könnten Sie uns einen kurzen Überblick über die wesentlichen Handlungsfelder für Kreditinstitute geben. Die Handlungsfelder sind sehr, sehr vielschichtig, dass es sich um einen umfangreichen Transformationsprozess handelt. Und es ist hier auch jeweils das Institut individuell zu betrachten. Was man aber schon sagen kann und was man auch unserem Schaubild dort entnehmen kann, ist, dass es ausgehend von einer Strategie über die Governance bis hin zum Risikomanagement, aber auch in der Verbreitung und Veröffentlichung von Informationen zu Nachhaltigkeitsthemen, der Themenstellung Finanzberichterstattung, dem Vertrieb und den Produkten hier sehr, sehr vielschichtige Aspekte geben wird. Das war jetzt schon eine Position. Die Verlautbarung enthält ja eine Vielzahl von Positionen des BFAs. Welche sind aus Ihrer Sicht denn die wesentlichen Positionen des Bankenfachausschusses? Wir haben hier versucht, in diesem Papier sehr, sehr klar Stellung zu beziehen. Beispielsweise zum Leitfaden der BaFin auch über Risikomanagement und den weiteren Verlautbarungen der EZB. Und hier auch darzustellen, was hier die Auswirkungen sind für die Abschlussprüfung 2020, aber auch darüber hinaus. Oder aber auch zu der Themenstellung Offenlegung von nachhaltigkeitsrelevanten Informationen, der Themenstellung Lagebericht und Nachhaltigkeitsberichterstattung und schlussendlich auch dem Thema Information. Information zu nachhaltigen Aspekten hier auch, weil hier es sehr, sehr wichtig ist, in dem Transformationsprozess Vertrauen in der Öffentlichkeit zu schaffen. Und die Schaffung von Vertrauen, das ist die Aufgabe der Wirtschaftsprüfer und diese wollen wir sehr, sehr gerne wahrnehmen. Ja, vielen Dank, Herr Winner. Liebe Zuschauer, Sie finden das IDW-Positionspapier natürlich auch auf unserer IDW-Website sowie auch unterhalb des Podcast-Fensters. Damit ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Mal.